Hey Leute und willkommen zurück bei Drakengard 3. So, wir befinden uns in einer misslichen Lage, denn wir müssen, so wie es aussieht, ist Free in irgendwelche Schiffe dort oben sein und wir müssen sie bekämpfen. Und ich nehme an, wir werden dann auf unserem Drachen wieder mal reiten und somit Free ausschalten, aber das werden wir genaueres werden wir wissen, wenn wir endlich mal die Mission beginnen. Okay. Defeat the Ancient Dragon. Okay. Yay! Okay, so. Ich glaube, ich muss das das doch auswendig lernen. Yay! There better not be a third verse. What? Sing again and I'll kill you. Fine. Okay, er sollte wohl gleich was auftauchen. Die Musik kommt. You sure? I didn't think three could fly. I can feel it, Hero. She's here. I know it. Okay, oder wie viele kommen da noch? Eat this! Kommt noch was? Was? Nein! Ui. Sterb. Ui. Ui, 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 das war knapp. Da kommen noch mehr. Okay, das war ein wunderschöner Song von Mikhail. Aber leider werden wir den wahrscheinlich nicht mehr hören. Außer ich lerne den auswendig. Alles zerstört. Okay, war ja auf. Auch nicht. How does it look up there? You mean other than the goddamn gargoyle cubes? Gargoyle cubes? Oh dear. What's wrong? Those cubes require massive amounts of magical energy to operate. It's highly doubtful Lady Three could ever power them alone. There must be some kind of power source nearby. Of course there is. Of course. Uiuiui, das war knapp. Uiuiuiuiui. Okay, nur einer. Ja, das. Oh, wow, wow, wow. Was? Das ist nicht nur einer. Boah, die haben mich voll verarscht. Sterb. Sterb, sterb, sterb. Uiuiui. Okay, wann kommt der antike Drache? Ich will den antiken Drachen sehen. Komm schon. Oh, da habe ich 2 Gargoyle Cube verpasst. Ach, schade. Okay. What? Three. Redeem thyself, Azrael. Israel. Da kommt Israel. Nein. Okay. Azrael. Der antike Drache. Okay. Uiuiui. Was hat der für ein Rüssel? Boah. Okay, mal sehen, wie ich den umnatzen kann. Oh Gott. Was, der hat noch Kameraden? Ich habe keine Ahnung, was der kann. Ich habe keine Ahnung, Warte. Oh, gerade dann. Boah, hat mich nicht getroffen. Don't worry about it. It's gonna be fine. But Zero, he's
It's gonna be fine. But... Have I ever lied to you? Well, no. Ich treffe den nicht. You're all stabbing and angry and stuff, but... Keine Ahnung, wie ich das jedes Mal schaffe, auszuweichen. Oh Gott. It's gonna be okay. Oh, wow, 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 das ging jetzt ein bisschen... Wow, da kommt noch was. Oh. Hab ich ihn getroffen? Oh Gott. Oh Mann, ist das übel. Also ich glaube, ich kann in dem Kampf einfach nur mit Viereck angreifen. Oh Gott. Ich drücke einfach wie wild auf Viereck und da kommt er zurück. Hat mich nicht getroffen. Warum trifft er mich nicht? Das, weil ich meine, ich bin voll drin. Eigentlich. Okay. Eine Videoanimation. Was passiert? Hui. So, auch ausgewiesen. Was? Oh mein Gott. Er teleportiert sich. Der fliegt nicht. Hui. Decadus, how did you get here? I had Octa give me a boost. That's kind of amazing. You appear to be in some trouble. Yeah, I can't hit this twitchy son of a bitch. Wieso? Er war ja fast tot. Leave it to me. My angel holds the power to slow down his movements by a considerable degree. Sounds great. Get on with it. Gleich mal überlegen. But if I use such power, I'll go back to being a bird. A bird. Your lack of pity is intoxicating. What? You want to call it off? You deny me this pleasure? No. I must do this. It is my reward. Okay. Hammerers. Wer war das denn noch? Hält er gerade seine Eier? Das ist fast ausgesehen. Also das ist fast so ausgesehen, als wir... Ach so, das ist die antike Stadt gewesen. Stimmt. Und sie ist ein bisschen schief. Und was bringt mir das? Gar nichts. Wow, da kommt ein Laser. Da kommt noch ein Laser. Ja, sie sind noch stärker geworden. Danke. Oh Mann. Wow. Halt die Schnauze, ich muss mich konzentrieren. Was ist das denn? Was ist das denn? What the fuck? Mach die Scheiße kaputt. Mach die Scheiße kaputt. Was zum Teufel ist das denn? Ach du Kacke. Töte ihn. Ach Scheiße, nicht getroffen. Was ist das denn? Ach, hat die Schnauze, dein Drache ist schon tot. Hoffe ich jetzt mal. War ein antiker Drache? Warum kannte... Juhu! Ui. Bam! Hä? Ui! Oh, voll aufs Gesicht. We did it! One to go. Nein, sie lebt noch, habe ich das Gefühl. Ja, einer noch. Okta. Der lebt noch. Ja, leider hat uns jetzt der Perversling verlassen. Also verlassen, er hat uns ja nicht verlassen. Er hat uns eine neue Taube geschenkt. Yay! Was? Erst 10 Minuten Aufnahme? Was geht denn hier ab? Warum sind das erst 10 Minuten? Black Base, okay. 10 Minuten. Ging das jetzt so schnell?
Ja, ein neuer Request, ist klar. Ich hätte nie gedacht, dass es so schnell ging. Okay. Ja, eine gute Frage, was ich jetzt machen soll. Eine neue Quest? Eine weitere? Eine weitere? Soll ich eine weitere machen? Da wird einfach der Part ein bisschen länger. Ja, ich denke, ich werde jetzt noch schnell hier die Items kaufen. Nee, ich habe gar nichts gebraucht. Boah, bin ich gut. So. Ich werde jetzt aber noch eine andere Mission machen, der Vers 7. Ich nehme an, der Part geht ein bisschen länger. Aber dafür haben wir eine zweite Mission auch noch hinter uns. Das ist doch schön. So, es bleibt nur noch Okta übrig. Ja, nicht mehr spielen in der Nacht. Geht ja sowieso nicht mehr allzu lange. Ja, you know? Nope. Why the long face, Octa? Late for your nightly measuring ceremony? Ah, yes. I tell you, it is really quite strange. The little scamp won't rise for me tonight. Not a single twitch. That's unusual. So much for the great Octa's illustrious career, eh? proceed to the next mission. Let's get going. My lady, if I may. I think the time has come for you to tell me about your flower. Oh, 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 oh. Forgive me, my lady. Have I overstepped my bounds? No, I suppose it's about time. It all started 2 years ago. Ach nein! Mann! 21. August 998 AD. Ach so. The Land of Seas, Along the Ghost. Wir sind jetzt so... wir haben keine Blume mehr im Auge. Ja, wir bekommen wohl ein bisschen mehr Informationen über die Blume, wie wir diese jetzt an uns gerissen haben. Wir sind jetzt 2 Jahre wieder zurückgekehrt und somit 2 Jahre in der Vergangenheit. Und ja, da... sag mal. Wir haben... The first time I saw this flower was the day I died. Now I'm just a corpse being kept alive by the flower's magic. A corpse. My brain, my heart, my body. It's all being kept in motion by the flower. I'm no longer alive in any real sense of the word. This flower is a calamity that threatens the entire world. It's growing, feeding off me. Eventually, it's going to consume me entirely. And once that happens, once it's fully grown, it's going to destroy everything. Ja, also 2 Jahre. Shit deal, huh? Komm runter, ey. Ja, vor 2 Jahren haben wir ja unsere Schwester alle auf einmal bekämpft und somit unser Arm verloren. So wie es aussieht, haben wir unser Arm wieder zurück. Das auch noch. Was wir einfach nicht haben, ist die Blume. Und ja, das ist ein Rätsel, was mich gerade ein bisschen nervt. Was die Blume überhaupt ist. Ich habe zwar im Internet ein bisschen darüber gelesen, aber ich glaube, das war nicht das optimale die optimale Beschreibung dazu. Habe ich das Gefühl, also sie waren sich nicht allzu sicher. Und ja, ich, auf jeden Fall, der Song, der gerade läuft, das ist einer meiner liebsten Songs. Das ist von Ayer Aoi, glaube ich, also einer Japanerin. Und ja, der Song sollte eigentlich noch mit Gesang sein. Aber ja, vielleicht werde ich das irgendwann mal noch einbauen. Weil der Song ist wirklich sehr... Oh Mann, ich hasse das. Komm runter, Mann. Ja, der Song, der ist wirklich sehr schön. Auf meinem Mobile Phone und höre den auch ab und zu wieder mal. Wenn ich irgendwie... Wie ich diese Scheißteile hasse, ey. Komm runter. Komm einfach auf den Boden, ey. Oh Mann. Nee, doch. Dann lebt noch einer. Na, oh, stirb. Oh Gott. Ist das Leben? Ist das... So.
Okay, da kommt er wieder. Imps. Sind alle tot? Da oben ist noch ein Bogenschützen. Der werde ich jetzt gleich noch holen, glaube ich. Ja, das könnte eine sehr... Eho. Achso, der ist jetzt weg. Well, technically I was already dead, but yeah. Anyway, I tried to rip the damn thing out, but in the end, that just made things worse. Ja, ich glaube, sie spricht jetzt gerade mit Okta. Children, five little girls, one after the other. They burst out of me and ran off before I could blink. Basically, to prevent me from killing it, the flower made copies of me. And that's how I ended up with my sisters. Of course, these children aren't any more alive than I am. So now, the eldest corpse is running around killing all of its little corpse sisters. Insane, isn't it? My sisters took everything from me. They each ran off with a piece of my magic. Or the flower's magic, I guess. At first I tried to recapture them, but they had all my power. And I had nothing. Ja, ich bin mir nicht sicher. The best part? After a while, my sisters started fighting for peace. They come from a flower that's gonna end the world. And they fight for peace? Hilarious. Anyway, I made my choice. I decided to kill my sisters. And then destroy the flower. I figured I started this whole mess, you know? I might as well finish it. So that's about the long and short of it. That's what this whole thing's about. Ja, sie erzählt das an Okta, nehme ich jetzt mal an. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich hier in diesem Part allzu viel reden soll. Weil, oh Gott, ich habe das falsche Messer an für diesen Typen hier. Ja. Oh Gott. Weil sie halt einfach immer wieder... Oh Gott. Da, die Pferderaudis sind zurückgekehrt. Und ich komme irgendwie gerade nicht so klar mit denen. Komm her. Also, sie hat irgendwas gesagt mit, was die reden, ich bekomme das nicht richtig mit, nur ein bisschen so Einzelwörter. Auf jeden Fall hat irgendwas dazu gehabt mit ihren Schwestern, dass es bescheuert ist, dass sie den Frieden auf die Erde bringen wollen, weil sie sowieso eigentlich auch nur Chaos bringen. Und jetzt hat sie irgendwie was mit der Flower gesagt, dass sie die Power der... der Blume braucht, um ihre Schwestern zu töten, und wenn sie das geschafft hat, wird sie die Flower zerstören. Das heißt, kann man schon. Weil das Problem ist, wenn sie die Flower hat, dann kann sie nicht sterben, weil sie sich ja selbst regenerieren kann. Außer wenn du einen Toner mit einer Drachenwaffe tötest. Haben wir ja mitbekommen, dass Wans Bruder hat sie ja einmal getötet mit einer Waffe von einem Drachen. Achso, da gibt's noch Chests. Oh, Kiste! Und ja. Was habe ich gerade gelabert? Leg dein Schild weg, danke. Hat sie gerade ihr Schwert weggeschossen? Okay. Okay, ich habe mal gedacht, ich wechsle mal die Waffe, obwohl das eigentlich gar nicht so gut ist. Ich kämpfe lieber mit dem Schwert. Stirb. Ist da hinten noch einer? Nee. Oder? Nö. Okay, dann kann ich mich... Warum? Warum läuft ihr so weit weg? Ist der jetzt gerade runtergelaufen?
Okay, ich glaube, der hat sich gerade verabschiedet. Oh, ich will nicht kämpfen, ich will hier runter. Und tschüss. Okay, ja, wie gesagt, der Part wird wohl ein bisschen länger gehen. Aber wir bekommen ja sehr schöne Informationen dazu, wieso sich, also um was es sich eigentlich handelt in diesem Spiel. Und ja, ich finde das jetzt echt schön, dass man noch die wahre Identität der Flower noch zu hören kriegt. Oh Gott, das ist die falsche Waffe. Nein, da will einer angreifen. Da will einer angreifen! Wir sehen noch. Ist der jetzt auch wieder da runtergesprungen? Oder habe ich den jetzt einfach so getötet? Okay, mich ins Wunder, ob es hier auch noch einen Bosskampf gibt. Ach, nicht schon wieder so ein Pferd. Was? Der hat mich getroffen? Das geht doch nicht. Wow. Aua. Habe ich kommen sehen. Habe ich kommen sehen. Habe ich kommen sehen. Au! Hör auf mit dem Scheiß. Sterb. Warum läuft ihr jetzt schon wieder weg? Sucht ihr schon wieder den Abhang? Der ist hier links. Zack. Und tschüss. Okay. Das ist ein bisschen doof. Die Musik macht so eine schöne Stimmung. Und da musst du noch was zu reden finden, obwohl die Stimmung eigentlich schon so sehr gut ist. Das finde ich ein bisschen schade. So, wir haben den Checkpoint erreicht. Wir sehen. Kommt mir das bekannt vor hier? Auf jeden Fall ein komisches Dampfschiff ist hier. Das wow, da sind aber... Uiuiuiui, das sind Gegner, ja. Maximale hier. Komme ich hier hoch? Ich will hier hoch. Anker. Töt. Da. Ah. Ich hasse Bogenschützen. Weil sie einfach dich daran hindern, irgendwas zu machen. Da wirst du irgendwo hochjumpen und dann schießen die wieder. Ja, jetzt kommt sie wieder nicht hoch. Doch, sie kommt hoch. So, da drüben ist noch einer. Upp. Nein, er schießt. Das war knapp. So, jetzt noch schnell diese Soldaten hier unten noch töten. Upp, der macht was. Nimm ihm dem Schild endlich weg. Mann. Oh, 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 da ist ein Speer, Speer. Ich wollte den Stirn anvisieren. Komm schon. Genau der, der mir jetzt gerade so Schaden macht. Oh Gott. Oh Gott, ja, danke. Das finde ich echt bescheuert. Ui. Mann, ich spiele wieder echt scheiße. Da drin ist noch einer verbuggt. Okay, ich denke mal, ich muss jetzt hier hoch. Dann kann ich hier rüber. Genau. Hat sie irgendwo Kisten oder so? Ich brauche ein bisschen mehr Leben und ich will eigentlich nicht meine Heiltränke ausbrauchen. Ist das ein Skelett? Okay, hier hat's noch Kisten. Das war kein Leben. Das war das rote Zeug. Das war Leben. Schön. Okay, willkommen in die letzte Phase der Mission. Glaube ich jetzt mal. Ah, 3. Passiert jetzt was? Hallo? Hallo? Ach so. Oh, wir haben einen Drachen? Jetzt kommt aber Mikael. Jetzt sollte... Ach du Scheiße. I learned there was only one option. If I wanted to put him in the ground for good, I was going to need a dragon. See, to break the flower's magic. Oh! Only a dragon, or a weapon made from a dragon, will do the trick. So I joined up with Michael, the strongest dragon of them all. And the two of us worked together. Michael. Also hat er hier noch gelebt. Das heißt, sie sind jetzt eigentlich auf dem Weg zur Kathedrale.
Also Cathedral City. Yeah. Are you certain about this? What's wrong, Michael? You scared? Bah, I feel nothing. A dragon who reneges on his word? That'd be something. I would never sully myself so. Then you know what to do. Okay, wir haben Michael wieder. Das heißt, es ist vor der Schlacht mit meinen Schwestern. Darum habe ich ja den Arm noch, natürlich, ja, logischerweise. Wie viele? Hast du auch? Okay, du hast das auch ein Schild. Jetzt nicht mehr. Und komm schon. Ja, töten. So. Okay. Könnte es sein, dass wir auf dem Weg sind zu unserem Haus? So, lasst mal stecken hier. Lass mich mal durch. Warum macht unser Drache nichts? Boah, der hat aber einen Schwanz, ey. Also, Mikael hatte so solch einen Schwanz nicht, oder? Der ist doch riesig. Oh, jetzt macht er was. Pferd. Hast du Hunger? Hier gibt's Essen. Aua. Scheiße. Oh, er greift nochmal an. Was? Nein! Oh. Nochmal. Ah, oh, natürlich. Sterb. Schön. Schön und gut. Noch einer. Oh, ja, ja, ja. Lass das sein. So. Die Pferderaudis sind fertig. Ausgeraudiert. Mann, 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 wie viele Gegner kommen da noch, ey? Once all my sisters are dead, you have to kill me too. Deal? Oh. Ui. Okay. Oh, nochmal heilen. Ich weiß ja nicht, was noch alles kommt. Sie hat gerade an Michael gesagt, wenn sie ihre Schwestern alle getötet hat, dann soll er sie auch töten. Und er hat ohne Probleme gesagt, okay, das mache ich. Da oben ist noch eine Kiste. Okay. Warum ist der Laden jetzt hier? Ich habe die Flower. Sie hat die Flower von ihr bekommen. Well, well. Glad to see you're finally interested in hearing me out. Yeah. Though you could sound a bit more thankful at least. Just start talking before I tear you apart. Ooh, scary. Fine, fine. Listen up. For starters, let's talk about your sisters, shall we? You know, the accursed sisters that you're destined to fight. Then, we should talk about how much time you've got left. Okay, kommt der jetzt nochmal? Okay, Mission complete. Das finde ich so ein bisschen schade. Okay. Boah, das Geld, ey. Ich hatte mir jetzt gedacht, es käme noch ein bisschen mehr. Aber ich habe das Gefühl, dass wir die Flower von ihr bekommen haben. Aber warum hat sie sich dann so überrascht, als sie sie zum ersten Mal gesehen hat? Komisch. So, Leute. Tut mir leid, dass es ein bisschen länger geworden ist, der Part. Aber ja, es waren ja auch zwei Missionen drin. Und ich habe mir gedacht, oh, da muss ich jetzt machen. Erstens mal, da war die erste Mission nur 10 Minuten. Und ja, die nächste Mission war halt einfach interessant, was sie da so zu sagen hatte über die Flower und ja, wie sie sich gefühlt hat in diesen Jahren mit Michael. So, beim nächsten Mal werden wir Vers 8 noch machen und ja, mal sehen, was da alles noch auf uns kommt. Es fehlt nur noch One, die wir noch töten müssen und dann wäre es dann schon wieder mal gewesen. Und ja, mal schauen, ob wir das noch packen können. Danke fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal bei Dragon Guard 3. Ciao, Leute.